Weißt du was? Was ich kurz mal mache, wenn wir schon mal hier sind? Ich schau mal ganz kurz das Schwert der Königin von Saba. Wo ist das letzte Stück? Denn es gibt ja keine weiteren Schmieden mehr, die wir durchsuchen können. Gut, dann schauen wir mal. Das haben wir. Das haben wir nicht. Tatsache, das ist Talenberg. Beim Gerber. Wo der Aktivitätengeber ist. Irgendwie. Also, südöstlich vom Gerber. Haben wir den Gerber überhaupt schon gesichtet? Das ist doch richtig, oder? Tatsache, das ist hier oben irgendwo. Beim Gerber. Müssen wir vermutlich gleich einbrechen und dann klauen wir ihm das Teil. Schankwart, was machst du denn hier hinten? Na, Gespräch Mach's beenden. gut. Kein Interesse zum Würfeln. Wir müssen ehrlicher Arbeit nachgehen. Beim Gerber? Warum ist das Stück beim Gerber? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wer will darauf kommen? Hey, wer ist da? Ich darf hier Na, sein. sowas. Gut, Aktivitätengeber ist da hinten irgendwo. Jo. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Welches Haus? Das Haus südöstlich vom Gerber. Ach, okay, der Nachbar vom Gerber. Das da? Dieses Haus? Oder ist es dieses Haus? Dieses Haus nehme ich an. Ja, das ist der Gerber. Suchst du etwas bestimmt? Ja, ich suche tatsächlich was Bestimmtes, aber nicht bei euch, bei euren Nachbarn. Thallenberger Wachen. Was geht da draußen vor? Ist da jemand? Nein. Gibt es einen Schnaps? Irgendwie kommen wir da rein. Hey. Warte einfach eine Stunde, bis wir weg sind. Wir waren nie hier. Oh. Gibt es irgendwas Spezifisches, wie man es loskriegen? Ach ja, wir müssen den Hund irgendwie ruhig stellen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man einen Hund ruhig stellen möchte. Hallo? Warten wir einfach auf die Nacht. Und dann kriegen wir schon irgendwie eine Möglichkeit, da einzubrechen. Wieso bist du hier? Töle. Pass auf. Ich leg dir was hin. Was teilst du? Nix. Ich will deinen Hund streicheln. Hier. Braves Hundi. Liebes Hundi. Was ist los mit dir? Hunde.
bin ja schon weg. Ich war nie da. Wir warten mal noch ein bisschen. Sehr dramatische Musik gerade. Wir brechen da ein. Da ist eine Fahrer unterwegs. Alter, die Musik. Ich will mich nicht waschen. Ich kann nichts sehen. Das Schloss knacken sehr leicht. Nein. Gut, hinter verschlossenen Türen ist immer alles interessant. Wir waren nie hier. So, Retterschnaps laufen. Einfach aus puren Sicherheitsgründen. Gaul, gib uns mal einen Ringelblumenaufguss. Den saufen wir uns auch mal kurz rein. Und schnell reisen nach Sasau. Wir werden unterwegs aller Wahrscheinlichkeit noch überfallen werden. Aber sonst, wir haben es, was wir brauchten. Aber ganz ehrlich, wie will man das bitte finden? Wenn wir nicht einfach random in irgendwas eingebrochen wären. Also das Schwert hätten wir sonst wirklich nur bekommen, indem wir random überall eingebrochen wären. Unglaublich. Wir wurden nicht überfallen. Und sieh an, es wird gerade stark. So wie es laufen sollte. So, dann warten wir mal auf 9 Uhr. Und dann gehen wir uns unser neues Schwertchen holen. Ich habe noch keinen Überblick darüber, wie lange wir es schon wieder aufnehmen. Wahrscheinlich nicht deutlich länger als 2 Stunden oder so. Schmied! Gaul! Natürlich bist du hinter mir, wie immer. Wir haben unser Lebensziel erreicht.
Gott sei mit dir. Wir haben Alter das Schwert. Erstmal wegen des Schwertes. Wegen des Schwertes. Zeug, haben wir irgendwie Rede kurz vor gekriegt? Ich weiß nicht, warum hier. Es war nicht leicht, aber ich habe alle Teile. Wirklich? Unglaublich. Gib sie her. Dann mache ich mich unverzüglich ans Werk. Hier, dein Geld. Komm morgen vorbei, wenn du das Schwert sehen willst. Bis dahin sollte es fertig sein. Ist gut. Danke. Mach's gut. Morgen wieder, hast du gesagt? So einfach ist das. Lass es mich sehen. Beste Grüße. Hast du das Schwert geschmiedet? Und wie ich das habe. Und? Es ist wundervoll. Sogar ich spüre seine Macht. Ich glaube, das ist mein Lebenswerk. Ich könnte nichts Besseres schmieden. Willst du es kaufen? Kaufen? Ich dachte, es bedeutet dir viel. Also, ja. Aber es wäre schade, es nur herumliegen zu lassen. Ein Schwert wie dieses ist zu großen bestimmt. Und ich bin kein Kämpfer. Wegen des Schwertes. Okay, zurück. Gut, dann... Ich werde über dich wachen. Gaul. Gib das mal alles her. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Schwert uns jetzt kosten wird. Möge Gott über dich wachen. Da. Schwert der Königin von Saba. Dieses legendäre Langschwert der Königin von Saba im Jahre 1403 von Sasauer Schmied neu geschmiedet. Es macht 65, 65 und 3. Unser Schwert macht 72, 72, 3. Gut, unser Schwert ist definitiv besser als das Schwert der Königin von Saba. Hat eine Haltbarkeit von 71 und hat einen Zustand von 100%. Haltbarkeit von 10. 18 Charisma allerdings. Unser Schwert ist in jeder Hinsicht dem Schwert der Königin von Saba überlegen. Aber, da wir das Teil zusammengesetzt haben, wollen wir es haben. Ach, wir können nichts anderes verkaufen. Der kauft uns keine Rüstung mehr ab. Oh. Egal. Wir hätten noch falten können. Immerhin haben wir jetzt das Schwert der Königin von Mailand. Saba. So. Dann suchen wir uns mal ganz kurz eine ruhige Stelle, wo wir es ziehen können. Damit wir überhaupt sehen können, was wir gerade gekauft haben. Ach, gerade eben tragen wir sowieso einen Rabenschnabel. Natürlich können wir das Schwert nicht sehen. Ha. Toll. Egal, wir haben es. Mm-hmm.
Nur so schwer, dass halt in Georg natürlich schon noch viel, viel stärker ist. In der Tasche. Das hat sich richtig gelohnt jetzt. Aber wir haben es abgeschlossen. Was haben wir sonst noch an Aufträgen, die wir tun können? Ja, das wissen wir. Der Ferseschmied. Schnellreise nach Ledeczko. Wir werden schon wieder überfallen auf dem Weg. Nein, diesmal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Jahre später. Na also, Gaul! Ja. Schmied! Könnt ihr ganz genau erklären, was mit dem anderen los ist? Der macht nichts anders, als zu erwarten war. Hey, pass auf. Gott sei mit dir. Meister Schmied, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man in Sasau das Eisen härtet. Und? Was hast du herausbekommen? Spann mich nicht auf die Folter, raus damit! Er macht es rot. Drei Schritte vor der Gelbglut hört er auf, es anzufachen, spricht ein Vater Unser und schreckt es ab. Teufel, so mache ich's doch auch. Bloß, dass ich dabei nur zähle. Ich teile dir nur mit, was ich herausbekommen habe. Mag sein, aber irgendwas muss er schließlich anders machen, wenn er sogar genauso abschreckt wie ich. Er sagt, er härtet zweimal nacheinander, aber beim zweiten Mal erwärmt er das Eisen nur. Keine Glut. Zweimal nacheinander härten? Was soll das taugen? Er meint, es wäre einmal durch Zufall passiert. Da hätte er gemerkt, dass alles härter wird. Also macht er das jetzt immer. Naja, ein Versuch kann nicht schaden, oder? Bist du zufrieden? Du hast getan, warum ich gebeten habe. Also bin ich dir zu Diensten. Hier ist noch was für deine Mühen. So. Bis später. Aufgabe abgeschlossen. Oh, neue Stufe in Vitalität. Obwohl, ich habe wie dir jetzt gelevelt. Egal. Gerne. So, wie gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir besser leben? Viermal schneller. Deine Gesundheit wird allmählich regeneriert, sofern du gerade nicht kämpfst. Nein, nein, das hatte ich nicht vor. Du wirst zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Das ist natürlich viel wert. Sobald wir nämlich ziemlich kaputt sind, sterben wir dadurch nicht mehr so schnell. Ansonsten tödlicher Treffer. Wie levelt man insgesamt Vitalität? Rennen, das Überspringen von Hindernissen und Kämpfe erhöhen die Vitalität. Ah, also jetzt über alles drüber springen ohne Ende. Werde ich vielleicht mal außerhalb der Aufnahmen machen. Wenn du dich 5 Tage in Folge nicht überfrisst und auch nicht hungrig wirst, erhältst du einen Bonus von 1 auf Vitalität. Eigentlich auch nicht schlecht. In letzter Zeit geht es bei uns ja ganz gut damit. Vor allem, weil wir Kontemplation haben, wodurch wir ja nicht so viel verlieren, wenn wir warten. Aber das ist auch wieder ganz nett. Dann spannen wir uns vor allen Dingen. Ja, dann spannen wir uns zwischen den Kämpfen Dinge. Jo. Bei jeder Gelegenheit über irgendwas rüberklettern. Quest ist abgeschlossen worden. Hurra.
Erstmal Kopf in den Trog. So, Questlog, was haben wir so? Ruhelosen Geist. Mein Freund Timmy. Wir haben jetzt gerade nicht so viel. Wir hatten noch ein paar Müller-Aktivitäten und sowas. Da haben wir noch einen Anführer, den wir töten müssen. In Tannenberg sind die Leute nicht wütend auf uns. In Rathheim mögen die Leute uns immer noch. Ja, das müssten wir auch machen. Weißt du was? Wir gehen zu Timmy. Wir machen ein bisschen Hauptauftrag mal wieder. Diese Windmühle von Mayhewitt. Gehen wir einfach eine Schnellreise nach Mayhewitt machen. Außerdem können wir noch mal schauen, ob sich Razzeko Billa noch irgendwo rumbefindet. Der wollte ja bei... anhalten. Wer will uns ja schon wieder überfallen? Müssen wir schon den Rabenschnabel auspacken? Zeig, was du drauf hast! Komm her, du Weichei! Hey! Elender Hund! Hä? Lass da... So, eine kleine Baumhorde, die uns gerade überfallen möchte. Lass das. Soll das etwa alles sein? Au. Lass das. Mir ist einfach zu spät. Gut getroffen. Ey, so. Du bist tot. Wolltest du immer noch versuchen? Stopp, Rebelle! Oh. So, komm. Du hast weiche Knie bekommen, was? Gott im Himmel, nein. Verschone mich, bitte. Pass auf. Bewaffnet gehst du nirgendwo hin. Lass deine Waffe liegen und hau ab. Einverstanden. Brav. Diese höchstwahrscheinlich sowieso das Einzige, was in ihm wert gewesen ist. Achso, eine Grosche, natürlich. Komm, den ganzen sonstigen Kram lassen wir hier. Dieses komische Bauerngesocks, das uns einfach angreifen wollte. Hier können sie die große Klappe haben. Das sind einfach so ein paar Bauern gewesen, die auf irgendwie die Idee gekommen sind, anzugreifen. Idioten. Wo waren wir genau? Wir wollten nach Mary. Oh, wir sind ja schon richtig hier. Das ist ja nett. Wurden wir praktisch ganz genau richtig überfallen. Können wir irgendwas reparieren bei unseren Sachen? Immer alles sofort reparieren, bevor auch nur die Idee aufkommt, dass es kaputt gehen könnte. Dass da zum Beispiel... Nicht zum Kombinieren, ja, ich weiß. Kettenhemd. Das Kettenhemd muss immer zuerst repariert werden, ansonsten fällt es einfach auseinander. Immer schön die Rüstung pflegen. Timmy, den kennen wir jetzt noch aus 4.3. Von 12-jährigen Minecraft-Let's Player mit Stimmverzehrer. Menge schon wieder schmutzig. Nein. Und bei uns geht's noch super. Klopf, klopf.
Durch Stinker weißt du, dass sich ein weiterer der Banditen vom Überfall auf Neuhof offenbar mit einer Windmühle südlich von Meerwetter versteckt. Ja, gut. Das erinnern wir uns jetzt wieder. Stinker war derjenige, den wir irgendwie nicht mehr retten konnten. Sind wir nicht richtig angekommen. Hauptsächlich, weil der einfach so oder so gestorben wäre. Erstmal irgendwie die Mühle runterstolpern. Ich muss aber sagen, immer wenn gesagt wird, dass sich irgendwo was in der Mühle befindet, von Natur aus gehe ich immer von der Windmühle aus. Wir sind seltener von den Wassermühlen. Hey du, Mirka, erzähl mal was. Ich suche einen Koloss namens Timmy. Er soll hier arbeiten. So einer ist mir nicht bekannt. Madame. Hör zu, jemand will ihn umbringen. Ich muss ihn warnen. Mein Gott, also ist das wahr? Dieser Dummkopf ist wieder mal in was reingeraten. Ja, natürlich. Na schön, aber nicht hier. Treffen wir uns hinter der Mühle. Oho, schön romantisch. Vor allem nicht hier, hier ist niemand. Na gut, warten wir hinter der Mühle. Können wir den Stock nicht benutzen, irgendein Dolch oben drauf tun, dann haben wir einen Speer? Nein? Geht nicht? Warum? Können wir uns da irgendwie festbacken? Ich habe ein Gefühl, die Windmühle irgendwie in einem Kampf einsetzen könnten, um uns aus dem Weg von einem Angriff zu schieben. Hier bin ich. Also, wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Ich kümmere mich um ihn. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Hallöchen. Ich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Keine Ahnung. Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Über den weiß ich nichts. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Ihr habt ein Lager hier in der Gegend? Gewiss. Und Groschen, wenn du bereit bist, sie dir zu verdienen. Wo ist es? Stimmt. Na, später. Beweise erst, dass wir dir trauen können. Hilf uns, Timmy zu finden. Du weißt nicht, was genug ist, oder? Wenn man die Oberhand hat, tut man, was einem passt. Wohl wahr. Bloß hast du nicht die Oberhand. Es ist... Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Freiwillig zur Schlacht. Los. Komm schon! So, der ist tot. Mein... Das wird mir eine Freude. Hey. Das nennst du kämpfen? Das tue ich wohl.
Und der nächste. Es ist nicht so, dass ich alleine mit euch vier wäre. Ihr vier sind alleine mit mir. Okay. Jetzt habe ich so die Klappe zu groß aufgerissen. Mehr hast du nicht drauf? So, das war nicht klug. Wir haben nämlich keine Ausdauer mehr. Ich schlachte dich ab. Wieso? Wieso hast du den falsch an? Trau dich doch! Trau dich doch! Moorcock, so. Pass auf, mein Freund. Ich heb den Gnadenstoß. Ah, richtig schön. So, wo ist der Bogenschütze? Du kommst her, mein Freund. Komm mal mit. Leg dich mal hier hin. Sonst noch jemand? Ach ja. Rück mal alles raus. Radan. Ich weiß, wir hätten mit dem noch ein bisschen weiter klatschen können, wir hätten ihn auch weiter belügen können oder so. Aber ich denke, fürs Erste ist es das gesündeste lose Enden, direkt abzutrennen. Genau wie die zwei Leute, die wir mal im Wald getroffen haben. Die da auch nach so einem Kollegen gesucht haben. Die nach Rotschopf gesucht haben, genau. Und die haben wir ja auch kurz mal erstmal belogen, dann haben wir sie alle getötet. Aber in dem Fall war ich mir nicht sicher, ob wir uns auch wirklich nicht entkommen. Ah, da liegt noch was. Und zwar braucht noch Pfeil. Gib mal her.